Zunächst muss man sagen, dass sowohl M2M als auch der Begriff Smart Cities Modewörter sind. Bei Kapsch sind wir jetzt bereits in der Lage, aufgrund von verschiedenen Projekten zu beweisen, dass wir diese Begriffe in die Realität umgesetzt haben. Das ist uns zum Beispiel gelungen beim Referenzprojekt in Linz, wo wir Energieeinsparungen durchführen konnten und nachweisen konnten bei Straßenbahnen, aber auch bei Flotten von Waggons, wo wir die Effizienz und die Auslastung steigern konnten. In erster Linie helfen wir unseren Kunden, Geld zu sparen. Dieses Geld kann dann verwendet werden, um in neue, modernere Fahrzeuge zu investieren. Und zweitens schaffen wir mehr Transparenz für die Passagiere, indem sie bessere Informationen bekommen über den Zeitplan, über die Ankunft und Abfahrt von Fahrzeugen bzw. wie der Besetzungsgrad dieser Fahrzeuge ist. Die größte Herausforderung für uns ist, die Geschäftsbereiche unserer Kunden zu verstehen, um ihnen Möglichkeiten der Effizienzsteigerung vorzuschlagen, aber auch neue Geschäftsmodelle für sie zu eröffnen. Die Impulse kommen aus verschiedenen Richtungen. Zum einen ist es der höhere Integrationsgrad der Elektronik. Es gibt immer wieder neue Innovationen, wo diese Onboard-Units autonom von anderen Energieversorgungseinheiten weiterleben und ihre Arbeit durchführen. Die Datenverbindungen über Mobilfunknetze werden besser und preiswerter. Und nicht zuletzt auch unsere Architektur im Software-as-a-Service-Modell, wo die Plattform zentral für alle unsere Kunden betrieben wird. Und unsere Kunden müssen nicht in eine eigene IT-Infrastruktur investieren. Das tun wir für Sie. Wir betreiben die komplette Lösung und der Kunde kann sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Die wesentliche Funktion unserer Lösung besteht darin, dass wir aus Rohdaten, die vor Ort auf den Assets generiert werden, umgewandelt werden in relevante Information. Relevante Information bedeutet, dass sie für die jeweiligen Geschäftsbereiche wirklich Sinn macht. Die Komponenten dieser Lösung sind zum einen Geräte, Onboard Units, wie wir sie nennen, die auf den Fahrzeugen Daten sammeln, diese verarbeiten und dann über ein Mobilfunknetz an eine zentrale Plattform schicken, die im Software-as-a-Service-Modell in unserem Rechenzentrum betrieben wird. Über diese Plattform können unsere Kunden über einen normalen Internetbrowser Daten einsehen in Echtzeit mit Ortsbezug und zum Zweiten können sie diese Daten über automatisierte Interfaces direkt in ihre eigene Infrastruktur mit einbinden. Aus dieser Plattform heraus können unsere Kunden dann entweder über ein Webportal in Echtzeit die Informationen analysieren oder sie bekommen dann die Möglichkeit über Reports und Analysen die Langzeitstudien, den Langzeitverbrauch, die Änderungen, die an ihren Assets, zum Beispiel an Fahrzeugen durchgenommen wurden, zu vergleichen mit früheren Einstellungen und genau zu verifizieren, was haben die bestimmten Änderungen, die sie selbst als Experten vorgeschlagen haben, gebracht. Unsere klare Strategie ist, neben den bestehenden Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr, für das Management von Güterwagenflotten und für Versicherungstelematik unsere Geschäftsbereiche weiter auszubauen, unseren Kunden neue Geschäftsbereiche zu eröffnen und all das powered by Kapsch.